Kondome liegen denn hier? Der ganze Boden, meine Freunde. Ey, jetzt sind wir im nächsten schönen Raum. Aber was ist denn hier für eine Abteilung gewesen? Erstmal mit so eine hier Ariel oder was? Prinzessin, was ist das hier so für. Ich will es jetzt nicht aussprechen. Boah, mal ein richtiger. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Junge Freddy! Was ist das doch heute auf? Alter, jetzt hab ich auch einen drin, ey. Ja, meine Freunde, willkommen auf meinem Kanal, willkommen beim neuen Video von mir. Wir sind hier gerade in einer Vergnügungsmeile, in einem Club. Im Hintergrund zu sehen ist der Max. Hallo. Jay, da hinten meine Freundin. Und ja, was es jetzt hier so gibt, seht ihr wie immer jetzt. Viel Spaß beim Video. Ja, das ist auf jeden Fall mal ein Spiegel, ne? Am Fenster direkt von innen so ein Spiegel. Fällt auf jeden Fall. Oder kommt richtig gut zur Geltung hier, das große Ding. Ja. Jetzt sind wir hier erstmal im ersten Raum drin. Und ich stehe direkt erstmal im Bett. Und ja. Was sagst du dazu, Max Tapete? Voll sexy, oder? Geil, ne, oder? Wo sind die Kondome liegen denn hier? Vielleicht habe ich mal Bock gehabt, ja. Boah, alles voller Kondome. Der ganze Boden, meine Freunde. Ja, Ladies, was ist denn jetzt hier? Eine Runde tanzen oder was? Ich schon. Ich will Schlüssel 5 haben. Was willst du? Schlüssel 5. Schlüssel 5. Was ist da wohl? Ja, meine Freunde, wir haben auf jeden Fall die Theke für den Eingangsbereich. Da hinten erstmal die ganzen Schlüssel. Und ja, hier sind wir, wie gesagt, jetzt hier so im Eingangsbereich, wo die ganzen Couchen hier alles erstmal stehen. Ja, und hier der ganze Boden ist hier erstmal komplett voller Kondome hier. Heftig. Und hier haben wir erstmal hier, wir haben Kondompflicht. Ungeschützter Verkehr ist in diesem Haus untersagt. Ja, hier haben wir dann auch noch einen Eingang, beziehungsweise den Haupteingang. Ja, wo man der geschlossen ist. Und hier haben wir erstmal die ganzen Schließfächer von den ganzen Teilen hier, wo halt die Kunden hier ihre Wertsachen und so unterbringen konnten. Ja, leider hängen hier auch keine Schlüssel mehr. Ist hier nicht mal so eine Theke? Nichts mehr. Alle zu, alles leer. Na, die Theke und alles ist schon leer geräumt. Ja, hier haben wir auf jeden Fall eine riesengroße Couch-Ecke hier, beziehungsweise hier stehen die Couchen wild so rum hier einfach mal. Ob das hier mal so alles die Standardwaage zu bezweifeln. Was sagt ihr dazu? Wahrscheinlich so in der Konstellation mit jetzt steht nicht, aber wahrscheinlich ja, irgendwie anders. Ich habe irgendwelche Leute gemacht, die schon drin waren. Ja, aber ich sage jetzt nur so, die Couchen müssen irgendwie gestanden haben. Ne? Ja, auf jeden Fall jemand mit Kondompflicht. Aber halt in anderen. Ich denke mal, so war schon richtig so. Ja, die, die Reihe hier so, ne? Die hier auf jeden Fall. Nee, die stehen hier wahrscheinlich falsch. Obwohl, so könnte schon sein, ne? So wie jetzt hier. Könnte, aber das da vorne nie so. Ja, das sieht schon komisch aus. Die Kondomparty, die geht auf jeden Fall weiter hier. Und die wurden bestimmt vorgeladen. Kannst du auch ausrutschen, die bestimmt. 1000 Kondome hat hier am Boden rum. Und wo geht's denn hier hin? Ja, hier sind wir aber mal im pinken Bereich hier bei den Ladies. Die konnten hier ihre Utensilien hier reinräumen. Ja, Schwester Eva. Ja, Schwester Eva. Die Eva. Ja, so toll. Die Eva ist auch hier. Oh, sexy. Was ist es denn? Ein zerfleddertes. Flatter-Oberteil oder was ist das? Keine Ahnung. Wild zugange damit. Was ist denn mit dem alten Schlüpper hier? Schlüpper. Und alter Obi. Ist hier kein Schlüpper mehr? Kein Schlüpper. In Tor 30. 54, die ist Nein. noch geschlossen. Hm? Die 54, die ist noch geschlossen. In der 54, vielleicht ist da der Hauptpreis drin. In den anderen ist der Zong drin, hier ist der Hauptpreis. In der 54, aber leider zu. Nein, das steht nur der Notausgang. Ja, lecker. Aber so, Dusche ist dann relativ gut Zustand. Aber hier ist schon Abrissparty gewesen. Ja. Hier war mal die Einrichtung, die aber nicht mehr vorhanden ist. Funktioniert nicht mehr. Da müssen wir mal zu den Stangen gehen. Ja, hier ist natürlich noch ein Kühlschrank und so. Hier konnten sich halt die Mädels wahrscheinlich noch mal zu essen machen und keine Ahnung, mit einer Spüle hier. Und wie gesagt, hier ein Kühlschrank.
Aber ansonsten ist das Ding hier auch ziemlich leer. Ui. Hier geht's in die Katakomben. Bestimmt die Einzelzimmer. Ja, ja. Zimmer müssen wir ja irgendwo sein. Ne? 86. Wir waren ja noch nicht bei irgendwelchen Zimmern, ne? Ja, das sind die Privaträume. Oh, jetzt. Jetzt kommen wir hin. Was ist das denn? Ich will es gar nicht wissen, glaube ich. Das ist Dings, steht doch da. Buddy Butter, die gute von Zen. Oh, das ist voll Hightech hier. Spiegel oben auf die Decke, Alter. Oh. Für die richtig pornösen Szenen hier. Oh, so richtig Spiegelparty, Leute. Schaut euch das mal an. Einmal im Hund. Kannst du richtig angeben. Oh, hier kannst du aber richtig ablassen hier. Der Max hat gerade erstmal eine riesen Idee gehabt. Erstmal so ein schönes UV-Licht hier mitnehmen, was man hier so für schöne Substanzen noch so sieht. Oh, da rennt schon die erste weg. Ja, das ist, glaube ich, ekelhaft. Ekelhaft. Wie von Frauentausch, ekelhaft. Ekelhaft. Hey, jetzt sind wir im nächsten schönen Raum. Aber was ist denn hier für eine Abteilung gewesen? Hier Ariel oder was? Prinzessin, was ist das hier so für... Ich will es jetzt nicht aussprechen, aber hier liegt jetzt auch noch so komisches Zeug hier. Aber duftet es noch irgendwie, ne? Ja, hier duftet es irgendwie nach, keine Ahnung, hier oben nach irgendwie Parfüm oder so. Mhm. Aber hier sind die Herzchen. Und ja, hier ist Raum 5. Aber wo geht's jetzt weiter? Ja, meine Freunde, hier steht sogar noch ein Klopfer, hier so ein kleiner. Lecker. Dann könnte man dann nochmal sich hier einschnabulieren. Hier ist auch nochmal eine Toilette. Ja. Und ansonsten hier Krimskram. Das war keine Klappe. Nee, nicht. Hier ist nämlich so ein, ich weiß nicht, voll das kleine Zimmer hier. Ich wollte gerade sagen, das ist hier, ich weiß nicht, wenn man das jetzt mal so guckt, meine Freunde, ihr seid natürlich jetzt nicht dabei, aber von der Wand bis darüber, vielleicht 200 Meter. Masseur, auch nicht schlecht hier, erstmal Masseur. Was ist das hier, Intimmassage oder was? Aber das sieht hier nicht aus wie Masseur, da wurde der denn massiert. Da ist mal eine Klobürste hier, Junge. Hier im Heizungsraum oder was? Ja, hier haben wir jetzt was gefunden, das können die benutzen, die schon ausgeleiert sind unten rum. Das ist schon ganz schön groß. Da kann man dann einfach so mit reingehen und einmal so komplett alles sauber machen. Wahnsinn, wie viel. Boah, ey, krass. Wie das aussieht. Schaut euch das mal an, Leute. Erstmal total verspiegelt hier das Ganze. Ein kompletter Raum. Das war der VIP-Room. Ja, VIP-Room hier komplett verspiegelt. Aber ich glaube, das ist so bis jetzt der geilste Raum von allen, ne? Ja. Ja, also ich bin generell so ohne Scheiß, ich würde niemals in Puff gehen, aber so für die Leute, die jetzt hier sind, sag ich mal, geht das schon, ne? Ich würde niemals irgendwie so ein Bordell besuchen. Nee, aber ich sag mal so, hier so mit dem Tisch hier und mit den Gardinen, das geht schon klar eigentlich. Generell richtig krass, wie verwinkelt das Ganze hier ist. Hier sind bestimmt 10 oder 12 Räume, hier ist Nummer 7, da gehen wir jetzt gleich auch nochmal rein und ja, richtig krass, oben ist auch noch eine Sauna. Ja und wir gehen gleich nochmal eine Runde, glaube ich, an die Stange. Hier haben sie schon irgendwas provisorisch zugestopft. Irgendwie ganz komisch da hinten. Und hier ist auch noch ein Brett. Aber auch ein richtig kleiner Raum hier. Aber das ist nicht ein Lack, die Nummer 7. Ja, hier sind wir jetzt oben, oder? Ja. Natürlich nicht so Bombe direkt am Haupteingang. Ja, ach, hier war Dings, jo. Hier ist der Raum, wo hier die Leute, glaube ich, doch vor... Ne, ist das so? Ja, ich glaube schon. Wo die dann da quasi klopfen oder was? Ja, und dann sich anmelden. Oder? Und erstmal hier quasi sich hier anmelden an dem Fenster. Könnte schon sein. Ne? Und jetzt wieder so frei sein hier dabei. Die nächste Fahrt hier rückwärts. Die Sauna? Ja. Gar nicht schlecht, ne? Nö. Schon ziemlich groß. Ja, sieht entspannt jetzt hier eine Runde oder was? Ja. Bisschen warm hier drin. Also, sieh auf. Hey. Ist voll hot hier, ey. Katzama. Aha, ich fand's schon richtig. Ja, meine Freunde, das war das kleine Video. Gab jetzt hier nicht so viel zu sehen, aber trotzdem, wir hatten unseren Spaß, wie immer. Leicht am Ölen sind wir auch. Und ja, falls es euch gefallen hat, hinterlasst ein Däumchen nach oben da. Ja, Abo, falls noch nicht gemacht. Und gerne mal einen Kommentar, wie ihr das hier so fandet. Hier seht ihr nochmal den Hauptraum hier. Mit den ganzen Couchen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Euer Stormax. Mit allen zusammen wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao, ciao.